Okay, dann nehme ich jetzt dein Schwert. Sharpness 3. Deine Mutter heißt das. Creeper-Attacke. Go. Sprengt ihn weg, Creeper. Creeper, sprengt ihn weg. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge der Skywars Kids-Serie. Und Leute, wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Der liebe Gommel-Server, ja, hat sich einfach dazu entschlossen, vor ein oder zwei Monaten ein Skywars-Update rauszuhauen, Leute. Und es wurden ganz viele Kits überarbeitet oder auch teilweise gelöscht. Zum Beispiel beim letzten Part hatten wir das Piraten-Kit, gibt es nicht mehr. Jetzt haben ganz viele mir geschrieben, ich soll, oh Gott, wir müssen nochmal das Kit auswählen hier. Ne, warte, wir gehen nochmal eine neue Runde. Warte, ich will euch ja noch vorlesen, was ich hier bekomme bei dem Kit. Jetzt hatten ganz viele geschrieben, ich soll die Skywars Kids Serie neu starten, aber ich glaube, das machen wir nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen wack, wenn wir das nochmal von vorne anfangen. Und ich glaube, die Kids, die wir vorher genutzt haben, die wurden auch gar nicht mal so krass geändert. Teilweise, glaube ich, nur gelöscht. Wobei das Zauberer-Kit wurde, glaube ich, geändert. Wolfsjunge, weiß ich jetzt nicht so krass. Tank wurde ein bisschen anders gemacht von der Rüstung her. Und Assassine auch von der Rüstung her, dass man jetzt Schutz 3 hat anstatt Schutz 2. Das muss ich ja nicht nochmal neu vorstellen, so, wisst ihr, weil das ist ja immer noch das Gleiche, so gesehen, die beiden Kits zumindest. Und heute spielen wir mit dem Creeper-Kit. Da hat man 8 Creeper-Spawn-Eier, 16 TNT, 8 Redstone- 8 Steindruckplatten, einen Eisenbrustpanzer mit Explosionsschutz 10 und das war's. Ja, rüsten wir direkt mal aus, Freunde. Als nächstes kommt das Miner-Kit. Falls ihr Tipps für das Miner-Kit habt, gerne mal in die Kommentare und dann versuche ich die Tipps zu beachten. Heute versuchen wir einfach mal vielleicht einen TNT-MLG-Boost zu machen oder sowas und die Creeper soll ich auch anzünden, dann sollen die relativ stark sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Und wie gesagt, ich denke, ich werde die Skywars-Kit-Serie jetzt nicht neu starten, Freunde. Vielleicht schreibe ich einfach bei den Piraten-Kit und sowas jetzt im Titel, sodass diese Kits gelöscht wurden und dass es sie nicht mehr gibt, weil sonst wundern sich vielleicht die Leute so, hä, wo ist denn das Piraten-Kit hin? Das hätte da noch vorgestellt. Was machen die auch jetzt ein Update, Leute? Ich fange gerade an mit der Skywars-Kids-Serie und dann nach der 9. Folge oder so hauen die ein Update raus. So seit Jahren gefühlt wurde nichts an den Kids geändert und jetzt auf einmal schon, oder was? Aber ja, Freunde, falls ihr mehr von der Skywars-Kids-Serie sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. So, da geht die Runde auch schon los. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns jetzt mit dem Kit hier anstellen. Ja, TNT-Boost, Leute, ihr wisst, ich bin der Beste darin. Nicht, ich bin komplett kacke darin. Deswegen mal sehen, ich werde mich hier wahrscheinlich ein bisschen blamieren jetzt in der heutigen Folge. Aber ja, drückt mir die Daumen, Leute. Ich glaube, ich werde in dieser Runde noch keinen TNT-Boost machen, sondern erst in der nächsten, weil ich habe eine Dia-Hose und die möchte ich jetzt nicht direkt verlieren. Wobei, Leute, kommt YOLO-Action. Einfach nur, um es einmal... Warte, ich brauche gar keine Druckplatten. Ich habe ja schon welche. Einfach nur, um es einmal zu testen, Freunde. Ich muss gerade erstmal überlegen, wie das nochmal funktioniert. Ich muss da... hier muss so ein TNT hin. Da muss ein TNT hin. Das kann wieder weg hier. Und dann mache ich hier einen Block. Und ich glaube, ich sollte... Warte, wie ist das nochmal einfacher? Wenn ich hier einen Block noch hinmache, fliege ich dann erst recht... Leute, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich hätte mich informieren sollen. Egal, wir machen einfach mal ganz kurz so. Und wann explodiert das? 3, 2, 1 und go! Hä? Okay, ich hab's falsch gemacht. Ja, und das war's dann auch schon mit meiner guten Dia-Hose. Ich würde sagen, wir nutzen die ersten Runden jetzt einfach erstmal, um herauszufinden, wie das ganz normal funktioniert. Was ist, wenn ich hier einen Block hinplace und dann so mache und mich hier hinstelle? Jetzt müsste ich doch eigentlich darüber fliegen, oder nicht? Wenn das jetzt gleich explodiert. So, zah. Oh Gott, ich habe auch gar keinen Wassereimer, ne? Das war eigentlich mega dumm. Ist hier überhaupt ein Gegner oder ist hier schon... Ich glaube, der ist schon abgehauen. Ah, jo, der hat sich hier vorne schon rübergebaut. Ein Feuerzeug habe ich auch nicht gerade, um meine Creeper anzuzünden. Was habe ich denn überhaupt hier? Ich brauche einen Wassereimer, Junge. Ich will die heftigsten MLGs der Welt machen. Wie soll ich denn das so machen? Oh, Leute, hier kann ich jetzt gut sandwichen, glaube ich. Ich habe auch nicht mal Cobweb, Leute. Ich habe nichts. Hi, ich habe Angst vor dir, dass du mich runterkickst irgendwie. Ich habe kein Cobweb. Nein, geh auf den da unten, bitte. Geh nicht auf mich. Hallo, Neck Gang. Hallo, VloneY4. Jawohl, ich glaube, ist da runtergedroppt. Und jetzt mischen wir uns hier ein. Ich bin so ein Assi gerade, ich weiß, es tut mir leid. Oh Gott, der ist noch gar nicht tot. Oh Gott, ich dachte, die haben sich schon gegenseitig gekillt. Hier, Creeper. Creeper macht all... Ich habe mich so... Nein, ich bin so dumm. Aber die sind auch gestorben, Leute. Kriege ich die Kills wenigstens? Warte mal. Wenn ich die Kills kriege, ist worth. Ist le... Yo, das waren einfach alle. Es gibt nur noch zwei andere Spieler jetzt. Ich habe nicht mal die Kills bekommen. Es sind einfach alle gestorben durch meine Creeper. Ah ja, was übrigens auch sehr traurig ist, meine Lieblingsmap Castle wurde einfach removed. Aber als YouTuber können wir die immer noch auswählen. Ah, das fühlt sich schon viel, viel besser an auf dieser Map hier, ja? Weil ich weiß nicht, diese Map habe ich sonst immer... Damit habe ich immer die Folgen, glaube ich, angefangen sogar bis jetzt von der Skywars Kids Serie. Und jetzt geht das einfach nicht mehr richtig. Viele haben mich auch gefragt, Ryan, warum ist das deine Lieblingsmap? Ich kenne die Map einfach am besten. Ich finde, die hat richtig schöne große Inseln hier. Man hat ein paar Dias, die man abbauen kann direkt am Anfang. So, ich weiß nicht, hier ist das alles entspannt so. Ich habe hier schön viel Fläche zum Fighten, da werde ich nicht runtergekickt oder sonst was. Und falls ich schlechte Rüstung habe, kann ich erstmal Dias farmen. Okay, ich will jetzt einmal normal kämpfen. Danach versuchen wir wieder ganz normal die ganzen MLG-Boosts und sowas zu machen. Ich meine, Leute, das ist das Creeper-Kit. Das Creeper-Kit, da geht es jetzt gerade für mich nicht ums Gewinnen, sondern um Spaß. Wir wollen lustige Creeper-Kills versuchen. Wir wollen TNT-Boosts versuchen und so weiter. Deswegen ist es mir jetzt gerade erstmal egal, so ob wir halt eine Runde gewinnen oder nicht, Freunde. Der Typ hat halt auch viel bessere Rüstung. Wahrscheinlich sterbe ich direkt. Habe ich hier so Creeper-Eier? Kann ich nicht... Hi! Nimm Creeper, kill ihn! Und...
Oh, der hat ein bisschen zu lange gebraucht zum Explodieren. Ich muss auch mal gucken, ob ich ein Feuerzeug habe, mit dem ich den Typen dann vielleicht dann killen könnte. Yo, wie viele Silberfische hier einfach sind. Der kickt mich gleich runter, oder? Ich habe keinen. Warte, kann ich nicht hier durchnicken? Ah, geht mal ganz kurz weg, Silberfische. Hallo, Entschuldigung, ich möchte gegen den hier nämlich noch fighten. Den müssen wir nämlich, glaube ich, eigentlich... Jawohl, die Silberfische haben ihn gekillt, glaube ich, Leute. Ich habe den Kill bekommen, aber ich glaube... Oh, wo sind die stark? Hilfe, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, Leute. Ich musste ganz schnell weg, ich musste sowas von schnell weg. Warum habe ich, glaube ich, gerade auch einen Gegner gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir rennen mal kurz hier rüber, bevor die Silberfische mich töten. Also indirekt hat der Creeper mir gerade extrem geholfen. Und jetzt können wir hier auch nochmal ganz entspannt ein paar Dias farmen, Leute. Die Map Castle ist einfach so geil. Ich verstehe nicht, warum sie die gelöscht haben. Vielleicht ist die auch inzwischen wieder da. Vielleicht nehmen sie die ja wieder rein. Vielleicht war das nur ein Troll, Leute, man weiß es nicht. Denn, während ich das Video hier gerade aufnehme, das seht ihr erst ein oder anderthalb Wochen später, weil ich noch im Urlaub bin gerade, beziehungsweise ich produziere gerade noch vor für den Urlaub. Aber ich glaube, das Video kommt vielleicht sogar schon online, wenn ich aus dem Urlaub gerade wieder da bin, also jetzt nicht mehr im Urlaub bin. Leute, also ich bin im Urlaub gewesen, bin es jetzt aber nicht mehr und jetzt kommt das Video, glaube ich, online. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ja, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, vielleicht ist die Map schon wieder da bis dahin, aber wahrscheinlich nicht. Ah ja, mir hätte sogar jemand beantwortet, glaube ich, wieso die Map weg ist. Anscheinend mögen die Map hier nicht so viele, weil ich glaube, die wurde rausgevotet sogar oder wurde am wenigsten gut bewertet teilweise. Man kann wohl, glaube ich, immer ein Ende von runden Maps bewerten, wusste ich selber nicht. Sonst hätte ich der Map hier natürlich die beste Bewertung überhaupt gegeben und dann wäre sie vielleicht noch da jetzt, Leute. Gut, zwei andere Spieler leben noch. Die sind sogar beide in der Mitte. Oh, ich habe halt gar keinen Bock, jetzt irgendwie in die Mitte zu gehen. Das ist das Einzige, was ich hier nicht so krass mag. Wobei eigentlich, ja, das ist eigentlich bei jeder Map so, oder? Die Mitte ist halt ultra weit weg. Und ich habe Angst, dass ich jetzt mit Eiern runtergekickt werde, während ich mich dahin baue. Ich fastbridge jetzt gerade auch nicht, weil ich bin null eingespielt und habe Angst, dass ich jetzt dabei runterfalle. Und ich würde schon ganz gern gewinnen jetzt. Ich weiß, ich habe vorhin noch gesagt, Creeper-Kit, da geht's um Spaß. Aber jetzt eine Runde wie die hier, da möchte ich einmal versuchen zu gewinnen, ja? Auf der guten alten Castle-Map. Und danach machen wir wieder ein paar Troll-Runden. Jetzt hauen die da auch ab zu einer anderen Insel. Was soll das denn jetzt? Ich komme extra zu euch, Leute. Und dann haut ihr einfach ab. Kommt jetzt auf jeden Fall in die Mitte gelaufen. Was passiert, wenn ich den jetzt so mache hier? Kann ich den... Oh Gott, kann ich den direkt einfach anzünden? Er ist in mein Feuer gerannt, auf jeden Fall kurz. So, wir kommen ihn jetzt vielleicht weg, oder? Das waren auf jeden Fall ein paar gute erste Hits. Jetzt gerade... Oh Gott, der sieht aber auch aus ein bisschen wie ein Schwitzer. Könnte sein, dass er mich... Ich habe kein Wasser, Leute. Ich habe kein Wasser, um mich... Ne, ich habe kein Wasser, um mich zu löschen. Das ist richtig ärgerlich. Warte, ich setze ihn auch in Lava. Oh, er hat mich nicht mitgelöscht mit dem Wasser. Nein! Er hatte noch zwei Herzen. GG. Egal, komm, wir versuchen jetzt noch ein paar TNT-Boosts. Ist mir komplett egal. Wenigstens einmal eine einigermaßen ordentliche Runde gehabt. Ey, das ist so sad. Jetzt, wo ich ein paar TNT-Boosts versuchen will, kriege ich einigermaßen gute Rüstung am Anfang. Warte, ich werde meine Chestplate behalten. Leute, ich habe einfach Dias hier mit am Start um alles und mir alles zu craften. Okay, nur kein Schwert habe ich. Ja, hier war auch einfach nirgendwo ein Schwert in der Kiste. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Um es ein bisschen zu üben, machen wir jetzt so, bauen uns hier dann so eine kleine Fläche und dann versuche ich mich in die Mitte zu boosten, okay? Wenn ich das jetzt verkacke, dann bin ich halt... Nee, nicht... Ich habe Enderperlen. Huh, Junge. Ha, Glück gehabt. Nicht dein Ernst, du Assi. Ich wollte gerade einen krassen MLG-TNT-Boost machen. Jetzt hast du mich in die Mitte gekickt und da ist ein Gegner mit Dia-Rüstung. Was soll ich denn dagegen machen, bitte? Vielleicht kann ich dir einen Cobweb setzen. Und dann nämlich ganz viele Creeper hier spawnen, Leute. Und ich habe ja Blastschutz. Das heißt, eigentlich müsste ich das überleben, oder nicht? Warte, da müsste doch jetzt schon ultra viel Creeper. Geht zu ihm. Komm schon. Geh nochmal da rein. Lava vielleicht auch noch. Oh Gott, hat er direkt weggemacht. Creeper! Creeper, go! Warte mal, ich muss ihn. Leute, ich muss ihn zum Creeper kriegen. Komm schon, Creeper. Da, Creeper, geh auf ihn. Bam. Jawohl. Oh, er hat Explosionsschaden bekommen. Hier ist noch ein Creeper. Und, jawohl, der hat noch mehr Explosionsschaden bekommen. Komm schon, den müssen wir doch killen jetzt. Alter, wie viel hält der denn aus? Wir haben ihm nur Hälfte Leben gezogen. Aber es ist eigentlich ganz lustig, den so in den Cobweb zu setzen und dann die Creeper dahin zu packen. Freunde, also irgendwas sagt mir, dass wir, glaube ich, keinen Win mit dem Kit hier holen werden heute. Vor allem jetzt habe ich wieder so eine Runde hier, wo ich einfach ganz viele Dias bekomme. Ich glaube, dieser Modus, der will nicht, dass ich Spaß habe mit dem Creeper-Kit. Die wollen, dass ich tryharde. Skywars denkt sich so, yo, Ryan, der will so eine Spaßrunde machen. Niemals, Junge. Hier nimm das beste Equip überhaupt. Mal gucken, ob du da noch rein trollst. Ja, moin. Was geht denn ab bei dir, mein Freund? Hast vielleicht Bock, eben schnell zu sterben und danach werde ich dann mal ganz kurz gucken, ob ich ein paar MLG-Boosts hinkriege. Ja, wie viel Heiltränke hast du denn bitte? Hallo? Kannst du mal ganz... Hallo? Kannst du... Oh Gott, wenn er das überlebt jetzt, dann weiß ich aber auch nicht. Jawohl, geht doch. Guckt euch mal an, was ich jetzt alles habe hier. Mann, und ich muss jetzt... Ich sterbe gleich sowas von an einem TNT-Boost. Aber ich werde jetzt trotzdem einen TNT-Boost versuchen, Leute. Man nennt mich nicht umsonst Ryan X Ehrenmann. Was ist denn jetzt seine Mission? Junge, ich will einen TNT-Boost machen. Kann... Ja, ich habe Dia-Rüstung. Geh einfach wieder weg. Komm. Nee, geh einfach... Du wirst sterben. Geh einfach wieder weg. Ich hab, Junge, ich hab Dia-Rüstung und ein gutes Schwert. Geh, ach, Mann, das ist doch nicht sein Ernst jetzt. Kommt der jetzt hier rüber oder nicht? Der traut sich nie. Jetzt komm doch her. Jetzt tun. Baum. Irgendwo, das ist mein Amboss abgebaut. Das verzeihe ich dir nicht. Mein Amboss, den baut keiner ab, Leute. Amboss, oh Gott, der kommt mich aber ganz schön weg da. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal... Hallo, Cobweb? Mein Cobweb platziert sich nicht, Leute. Ich wollte ihn eigentlich in Cobweb... Okay, er ist runtergeflogen. Selbst schuld. Ich hab dich ge... Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst.
nicht dein Ernst. Hallo? Fliegt er jetzt runter? Ja, perfekt. Auf Wiedersehen. Ich habe dich gewarnt, mein Freund. Ich habe dich gewarnt. Egal, Freunde. So, es ist soweit. Zack, zack. Ich muss eigentlich mitzählen. Und... Bam! Hilfe! Nein! Oh, ich bin tot, Leute. Nein. Bitte nicht. Nein, hör auf! Hör auf! Geh weg! Geh weg! Junge, lass mich. Lass mich bitte in Ruhe. Bitte. Junge, nein. Bitte. Bitte lass es, okay? Ich wollte nur so einen Spaß-TNT-Boost machen. Okay, ganz schnell hier rein, Leute. Ganz schnell hier rein. Und dann baue ich mich jetzt hier ein. So, wir müssen uns jetzt hier irgendwie ein bisschen vergraben. Dann esse ich nochmal ganz kurz ein Steak. Und jetzt brauche ich meine Pickaxe, um hier irgendwie wieder rauszukommen, Leute. Problem ist, er wartet da jetzt schon auf mich. Er schreibt Respekt. Du hast das mega nice gemacht. Meinte der mich? Locker meint er nicht mich. Hi, wollt ihr ein paar Creeper mit am Start haben hier? Okay, das bringt da nichts. Hallo, was geht ab, mein Freund? Okay, nee, auf Wiedersehen. Oh Gott, jetzt sind da meine eigenen Creeper. Ich habe keine Explosionsschutz-Chestplate mehr an. Hier, verfolg mich doch nicht, du Creeper. Blöder Creeper, du sollst zum Gegner. Hallo. Bam, bam, bam. Creeper-Attacke. Oh Gott, da ist noch ein Gegner, Leute. So, dann... Creeper-Attacke! Das ist so dumm, was ich hier mache, Leute. Ich sterbe halt gleich hundertprozentig. Jetzt mische ich mich hier wieder mit ein. Ich habe auch keine Creeper mehr. Und ich bin gleich locker im Sandwich. Oder der killt mich einfach. Ja, oh Gott, ich bin im Sandwich. Ich renne mal wieder ein kleines bisschen weg hier. Mal kurz ein Steak essen. Ich brauche immer noch ein Feuerzeug für gleich. Ich habe noch nie so einen OP-Creeper losgeschickt. Oh, mein Holzschwert ist auch fast kaputt, sehe ich gerade. Ich brauche ein neues Schwert. Ist hier irgendwo... Dann nehme ich mal das Steinschwert raus. Das ist aber ein bisschen schwächer. Oh, da kommt der nächste Gegner wieder. Aber ist es der letzte? Nee. Aber ich glaube, der hat besseren Stuff. Deswegen gebe ich mal ganz kurz Weakness. Ich hoffe, ich habe mich nicht mitgetroffen. Und da müsste ich dann auch jetzt eigentlich killen können. Oder? Oh, hier ist ein Loch, Alter. Ist das das Loch, was ich... Nee, das ist durch meine Creeper das Loch. Was? Hatte der kein Weakness? Habe ich Weakness bekommen? Der hat mir ja immer noch ultra viel Schaden gemacht. Okay, ich habe keinen guten Stuff, aber ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal mit einem Creeper. Warte, ich will das einmal testen. Muss ich... Wie zünde ich den denn an, bitte? Muss der durchs Feuer laufen oder was? Die Leute meinten zu mir, ich kann einfach Rechtsklick darauf machen. Aber dann passiert nichts, glaube ich. Oh Gott, hi. Alles klar bei dir? Hier, Creeper. Zünden. Geh zu ihm, Creeper. Jawohl, mach ihm Schaden. Es funktioniert nicht, Leute. Ich krieg's nicht hin. Da, jetzt. Jetzt brennt er. Und war er jetzt dadurch stärker? Ich weiß es nicht. Hallo, chill doch mal ganz kurz, mein Freund. Hier, nimm. Kämpf lieber mit den Creepern da. Ha, oh, Junge, ich werde hier richtig hin und her geschleudert. Überall Gegner. Ich bin sowas von One-Hit. Ich werde jetzt auch gleich sterben. Ist mir aber relativ egal. Oh Gott, wo kommst du denn her? Creeper-Attacke! Das klappt wohl nicht so gut. Ich würde sagen, wir vergessen einfach mal ein bisschen die TNT-Boost-Slot und konzentrieren uns einfach mehr auf die Creeper-Attacken. Denn beim MLG-Kit, da werden wir auch noch genug TNT-Boosts machen und da kriege ich sonst nicht nochmal die Chance irgendwie zu. Ja, komm hier mit rein. Komm hier mit rein, Junge. Bam. Genau in meine Falle. Genau in mein... Komm schon, Creeper killt ihn. Die Creeper machen irgendwie fast keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Oh boy, hier sind einfach schon zwei. Ist das... Warte, ich sneak ganz kurz. Ich sneak jetzt weg, ist mir egal. Und hi, was geht ab, mein Freund? Ich muss dich mal ganz kurz wegsnacken hier. Es tut mir leid, sorry, aber ich hatte nur schlechte Runden und ich möchte jetzt gute Runden haben. Der hat mir vor allem richtig nice Stuff vorbereitet, ne? Wir können uns direkt mal Schabnis 2 machen. Dann können wir unsere Dia-Hose hier noch ganz entspannt verzaubern. Das ist doch geil. 6 andere Spieler leben noch. Einer ist da vorne in der Mitte. Wir pearlen uns direkt mal da... Oh Gott, ich habe mich da reingebackt, Leute. Wir pearlen uns direkt mal hier hin. Das war vielleicht ein bisschen dumm, wie ich es jetzt gemacht habe. Ganz kurz hier Feuer anzünden. Ich hätte ganz gerne noch einen Goldapfel vorher gesnackt. So, mein Freund. Der, oh, der hat auch Heiltränke. Ich würde sagen, kann ich den auch ins Cobweb packen? Jawohl. Cobweb und ich würde ganz gerne Creeper spawnen. Okay, brauche ich anscheinend nicht. Oh, der kommt hier runtergesprungen, Leute. Okay, dann fighten wir ihn einfach mal ganz normal. So, auf Wiedersehen. Du fliegst runter. Der wollte mich runterkicken. Ich habe ihn runtergekickt. Und da, ey, was stecken sich denn alle nach oben? Place du mir einen Cobweb, sagt er. Okay, mache ich. Komm, ich bin Ehrenmann. Hier. Bitteschön, ein Cobweb für dich. Er kommt ehrlich runtergesprungen. Okay, wir müssen jetzt aber kämpfen. Wir müssen kämpfen, Junge. Kommst du jetzt hier raus? Kämpfen wir jetzt? Nein, wir müssen kämpfen. Er will mir einfach sein Schwert geben, oder was? Nimm ruhig. Okay, dann nehme ich dir jetzt sein Schwert. Sharpness 3. Deine Mutter heißt das... Wir tauschen Schwerter. Okay, ich habe das Schwert deiner Mutter bekommen von ihm. Aber es hat Sharpness 3. Ehrenmann. Okay, wir kämpfen, Leute, wir kämpfen. Oh Gott, das war richtig dumm. Er hat mich ja richtig gut ins Dingens geplaced. Was? Hilfe, Leute. Okay, chill, 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 chill. Oh Gott, ich konnte ihn da nicht hitten, aber er mich. Creeper-Attacke! Go! Sprengt ihn weg, Creeper! Creeper, sprengt ihn weg! Creeper, Hilfe, 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 Hilfe. So, zack. Die Creeper, die machen jetzt hoffentlich ordentlich ihre Arbeit. Okay, die konnten ihn anscheinend nicht aufhalten. Oh Gott, ich habe ein Problem, Leute. Ich sterbe jetzt. Ich könnte mich nochmal wegpearlen, notfalls. Ich glaube, das muss ich sogar machen. Da vorne kommt noch ein Gegner. Ich pearl mich nochmal weg. Und dann esse ich ganz entspannt nochmal, dass ich regeneriere hier. Dann fighten die beiden da jetzt ganz entspannt. Hauptsache, der Typ hat ein Schwert, das deine Mutter heißt. Und droppt mir das. Oh, ich sehe, der Typ ist aber leider gestorben, oder? Der mir das Schwert gedroppt hat. Und nein, ich war eigentlich für ihn. Ich wollte gegen ihn jetzt gleich nochmal fighten. Jetzt ist er der Nächste. Ich will aber eigentlich in der Mitte kämpfen. Wenn ich da jetzt hingehe, kickt er mich doch locker runter, oder nicht? Oh, ein Creeper ist hier sogar noch. Creeper, geh mal ganz kurz weg. Du musst auf meiner Seite sein. Creeper, chill. Da vorne, auf den musst du gehen. Ja, Creeper, hier musst du eine Creeper-Attacke machen. Nicht bei mir, okay? Vielleicht will er mich runterkicken. Das werde ich aber nicht zulassen, Leute.
Zack, ich lass mich nicht runterkicken, mein Freund, es tut mir leid. So, nochmal ein Cop-Rap. Der will mich hundertprozentig runterkicken. Ja, der trinkt irgendeinen Trank. Jawohl! Oh, den müssen wir jetzt eigentlich haben, oder nicht? Jawohl, der ist down. Noch ein letzter Spieler. Aber ich glaube, der will mich spleefen. Der hat anscheinend eine Pickaxe, die ganz schnell abbaut, Leute. Yo, was macht er denn bitte? Er hat ehrlich so eine Pickaxe. Ich muss mich dafür einen Cobweb setzen, aber da kann... Oh Gott, ich kann ihn nicht hitten. Ich kann ihn da nicht hitten, Leute. Oh boy, das wird ja ein richtig ekliger Kampf hier. Warte mal, ich muss mal ganz kurz so machen hier. Zack, mich auf Holz wenigstens placen, weil dann kann er mich nicht wegspliefen, Leute. Wenn ich auf Holz stehe, dann kann er mich mit seiner Pickaxe auf jeden Fall nicht töten. Der killt mich noch. Ich glaube, der tötet mich. Nein, wir haben gewonnen, Leute. GG, wir haben es noch geschafft, eine Runde zu gewinnen. Wir haben ein bisschen Creeper-Action gemacht. TNT-Boosts haben wir eher weniger gemacht. Die werden wir aber definitiv bei dem MLG-Kit benutzen oder machen. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.